Ja, hallo und willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Heinz Buser und in diesem Video geht es um die Thematik, ob es möglich ist, dass man nebst das Gehalt, das man am 25. entsprechend ja auf seinem ja, Konto gutgeschrieben wird für die geleistete Arbeit beim Arbeitgeber, respektive bei der Arbeitgeberin, auch die Möglichkeit hätte, noch zusätzliche Einnahmen zu generieren. Und genau das möchte ich in diesem Video entsprechend ja, zeigen, respektive erklären, dass es möglich ist. Ich bin da bei der Webseite von Digistore24 auf der Webseite eingeloggt. Anhand von diesem Logo links oben erkennen Sie das Ganze hier. Und ja, um diese Funktionalitäten, die diese Webseite bietet, nutzen zu können, benötigt es eine entsprechende Anmeldung. Darauf komme ich dann gleich noch zu sprechen, respektive ich werde es Ihnen noch zeigen, wie Sie das auch für sich nutzen können. Okay, daneben sehen Sie auf der rechten Seite Schreibtisch, auf dieser Seite bin ich aktuell, da sehen Sie entsprechende Angaben. Dann gibt es dann der nächste Menüpunkt ist der Marktplatz. Es definiert schon Markt, also ja, einfach ein normaler Markt und der Platz, das heißt, hier in diesem Bereich haben sich bereits Menschen sich die Mühe gemacht, um entsprechende Angebote in diesem Marktplatz einzustellen. Und diese ja, verkaufen sie selbst oder sie können selbst, wenn sie diese Produkte als gut befinden, als Partner verkaufen und erhalten dafür entsprechende ja, Provisionen gutgeschrieben. Das ist der riesengroße Vorteil. Also bestehende Produkte, die schon existieren, die können Sie da entsprechend über das Internet verkaufen. Und dann sehen Sie in weitem noch das Konto, wie auch die Berichte. Darauf komme ich noch gleich zu sprechen. Und ja, hier im unteren Bereich, also auf der linken Seite, sehen Sie hier Ihre Nettoeinnahmen, also dann darunter Einnahmen bisher besteht ein gewisser Betrag und dann bisher ausgezahlt ein weiterer Betrag, den ich da auf mein Girokonto entsprechend gutgeschrieben bekommen habe für meine geleistete Arbeit und diese kann ich dann ganz normal wie mein Lohn, also respektive mein Gehalt nutzen. Und das ist im Prinzip auch der wesentliche Unterschied, da ich da das in meine ja sozusagen meine Freizeit machen kann und da nicht an gewissen ja, Arbeitsverträge gebunden bin und 8, 9 Stunden arbeiten müsste, sondern ich kann da selbst bestimmen, ob ich da eine gewisse Arbeit, also Energie investiere oder nicht. Okay? Sie sehen im unteren Bereich Ihre Tageseinnahmen, da sehen Sie hier zwei Datumen, die da aufgeführt werden. Und zwar der 26.2., also ein Tag danach, nachdem ja der Lohn aufs Konto überwiesen ist, respektive wurde. Und ja, normalerweise hat man sonst dann bis zum nächsten 25. Folgemonat kein weiteres Gehalt, das man verdient. Und hier ist es entsprechend möglich, vorausgesetzt man macht etwas dafür. Und Sie sehen hier beim 26. beim Betrag, entsprechend ja, eine Zahl, hier wäre eine 602, ja, nicht ein allzu großer Betrag, aber dennoch, es ist ein entsprechender Betrag. Und dann, jetzt der 27.02. sehen Sie hier, Betrag ist noch nichts, das sei einfach 0,00 Euro. Und das ist natürlich nicht so spannend, beziehungsweise so interessant. Ich zeige Ihnen jetzt gleich eine weitere Website, und zwar die Uhrzeit. Und ich gehe hier drauf, und zwar diese Seite Neulad, damit Sie sehen, dass der Tag noch relativ jung ist, also noch relativ ja, jungfräulich und an diesem Tag kann noch vieles passieren. Und Sie sehen hier, bezieht sich auf den 27. Februar und entsprechend die Uhrzeit und deshalb ja, können Sie davon ausgehen, dass es noch relativ, wie gesagt, noch nicht allzu viel passiert ist und dass ich da auch noch möglicherweise, es ist nicht garantiert, dass an jedem Tag ja, Einnahmen generiert werden, aber an gewissen Tagen werden Einnahmen generiert und ja, der Tag hat noch viele Stunden und kann da durchaus noch Einnahmen entsprechend angezeigt werden. Das kann ich dann entsprechend ja, zu einem späteren Zeitpunkt dann prüfen, werde allerdings das Video einfach jetzt dann so in diesem Zustand entsprechend auch dann so stoppen dann.
um einfach ihnen zu zeigen, ja, es ist möglich, neben seinem geregelten Arbeit mit geregelten Arbeitszeiten das Ganze zu erwirtschaften. Okay, gut. Und damit Sie wissen, dass das entsprechend mein Konto ist, möchte ich Ihnen dann jetzt noch etwas anderes zeigen. Und zwar gehe ich hier auf Konto und gehe dann auf Verträge. Hier mache ich jetzt einen Rechtsklick, kann das Ganze in einem neuen Tab öffnen. Und ja, jetzt befinde ich mich da in diesem Menübereich, im Bereich Konto. Und Sie sehen jetzt hier, dass ich da verschiedenste Punkte habe, zum Beispiel das Vendor-Empfehlungsprogramm. Ich klicke hier drauf und dann sehen Sie hier entsprechend ein Vendor-Empfehlungsprogramm. Und da sehen Sie, Sie nehmen am Vendor-Empfehlungsprogramm teil, empfehlen Sie Digistore24, das ist diese Website mit dieser Funktionalitäten, weiter und erhalten Sie eine Umsatzbeteiligung von 0,5% vom Bruttoumsatz von jedem geworbenen Vendor. Und ja, das ist das Tolle daran, dass Sie das Ganze auch nutzen können. Und das ist entsprechend der Link dazu. Und dieser Link finden Sie dann auch unterhalb von diesem Video. Und wenn Sie dann auf diesen Link draufklicken, ich klicke hier drauf und kann hier zu dieser Seite gehen, dann sehen Sie, so sieht dann diese Seite aus. Und Sie sehen auch hier, das ist jetzt mein persönlicher Link. Und wenn Sie sich da entsprechend auch angemeldet haben, dann haben Sie auch die Möglichkeit, im Bereich Konto, gemäß das ich Ihnen gezeigt habe, können Sie nochmals ansehen, erhalten Sie dann bei Ihnen eine andere Nummer dahinter und das ist dann Ihr persönlicher Link, dann können Sie dann entsprechend nutzen und genau können Sie dann auch diese Empfehlung entsprechend machen und sehen hier, ich muss da jetzt entsprechend einen Login-Namen eingeben, das ist ein Benutzername, der ist da entsprechend Pflicht, also das ist ein Pflichtfeld. Sie sehen hier, bitte ergänzen dieses Feld und dann sehen Sie auch hier, Anmeldung als Affiliate, also das ist nur nichts anderes als jemand, der das ganze Produkt, das Produkt da zur Verfügung stellt, auch weiterempfiehlt und kann er das so nutzen oder er kann sich da als Verkäufer anmelden. Das bedeutet, er kann selbst ein Produkt verkaufen oder er kann sich da gleichzeitig als beides anmelden. So hat er beide Funktionalitäten sofort verfügbar. Okay? Etwas nach unten und dann sehen Sie im weiteren Bereich ist eine E-Mail-Adresse erforderlich. Diese E-Mail-Adresse müsste noch bestätigt werden. Dann entsprechend ein Passwort eintippen, ja auch ein Passwort bestätigen. Und wenn Sie diese Eingaben gemacht haben, dann sind noch entsprechende persönliche Angaben notwendig, wie Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt. Dann hier ist noch die DELF-Nummer erforderlich und dann ist das alles. Als andere sind freiwillige Angaben, wo Sie kein solches Symbol hier entnehmen können. Und wenn Sie das gemacht haben, können Sie einfach hier jetzt registrieren draufklicken und dann verfügen Sie über ein eigenes Konto, das entsprechend nutzen können. Allerdings logischerweise noch ohne entsprechende hier Daten, die da ja durch Ihre geleistete Arbeit getätigt wurde. Und Sie haben dann entsprechend hier diese Angaben und können das Ganze über den Marktplatz entsprechend schauen, was da alles vorhanden ist. Allerdings werde ich das in diesem Video nicht mehr zeigen, sondern das soll einfach mal ein Einblick sein, dass es in der Tat möglich ist. Und das möchte ich hier auch kurz aktualisieren. Sehen die Seite neu laden. Sehen Sie hier, die Seite wird neu geladen und jetzt ist sie geladen. Und ja, ich werde auch hier noch die Uhrzeit aktualisieren, damit Sie sehen, dass es entsprechend aktuell ist und dass ich da etwas aufnehme, was entsprechend einfach der Realität entspricht. Die Seite neu laden, sehen hier, die Zeit ist etwas fortgeschrittener und das Datum ist immer noch dasselbe. Und ja, weil im Internet kann sehr viel ja, gezeigt, erklärt werden und das sind einfach Fakten. Und das finde ich wichtig, dass einfach eine gewisse Transparenz vorhanden ist. Und es geht hier um Zahlen. Nichtsdestotrotz habe ich da lange überlegt, ob ich das online stellen soll. Und ich finde es einfach wichtig, dass über das Internet in der Tat es möglich ist und in der Tat auch viele Menschen es auch schon für sich nutzen, dass man dadurch entsprechend auch zusätzliche Einnahmen generieren kann, wenn man es möchte und vor allem, wenn man die entsprechende Kenntnisse darüber
erlernt hat. Das ist nur ein gewisser Lernprozess und kann erlernt werden. Und ja, dann bin ich natürlich da offen und ich kann da nicht nur ein bestimmtes Einkommen zusätzlich generieren, sondern wenn ich es richtig mache und entsprechend das nötige Wissen dazu habe, kann ich natürlich meine Einnahmen überproportional entsprechend auch ja, für mich nutzen. Das soll es gewesen sein. Wenn Sie diesbezüglich mehr wissen möchten, respektive sich mal kostenlos unverbindlich anmelden möchten, können Sie es gerne unterhalb von diesem Meet auf den Link klicken. Und ja, Sie sehen dann entsprechend diesen Prozess, den ich Ihnen gezeigt habe im Video, können Sie einfach nochmals ansehen und dann sich dazu Gedanken machen, ob das etwas für Sie sein könnte oder nicht, weil nicht jeder, der mehr Einnahmen haben möchte oder einfach mehr Geld verdienen möchte, ist diese Art von Tätigkeit erbringen nicht das Richtige. Das soll auch gesagt sein, es ist einfach eine gute Möglichkeit, eine gute Alternative ja, in Bezug auf das Internet und deren Möglichkeiten, aber es ist nicht die einzige und auch nicht die allerbeste, aber es ist einmal eine Möglichkeit, ein gewisser Einstieg und ja, das wollte ich Ihnen einfach mal gezeigt haben und etwas, was jetzt aktuell entspricht. Und Sie können sich darüber Gedanken machen. Nutzen Sie die Funktion unterhalb diesem Video, um entsprechend Ihre Meinung dazu zu schreiben oder Erfahrungen. Oder wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie einfach das dazu. Und ja, und dann schauen Sie sich einfach das nächste Video an, das demnächst mal online gehen wird. Und erfahren Sie viele weitere spannende Aspekte, die ich selbst für mich nutze. Und vielleicht ist irgendwann etwas für Sie dabei. Gut möglich in diesem Sinne. Viel Spaß beim Ansehen, viel Spaß beim Umsetzen und vor allem viel Spaß beim Lernen.